Guten Morgen zusammen. Es ist jetzt 7:30 und ich bin um 7 los mit meinem Fahrer Liam. Und fahre jetzt gegen den Uhrzeigersinn, die kleine Strecke von Angkor Wat. Das ist total gut, denn ich bin hier komplett alleine. Und das ist mega selten. Die anderen kommen alle erst später hier an. Und ich habe das dann schon hinter mir und habe nachher vielleicht vorne ein bisschen mehr Ruhe. Das war auf jeden Fall ein mega guter Tipp im Internet, so gegen den Uhrzeigersinn anzufangen. Und ich habe jetzt auch nicht in Angkor Wat angefangen, sondern bei einem anderen. Ich blende das nachher einfach hier ein, wie der heißt. Ist auf jeden Fall mega schön. Aber ich habe gerade auch überlegt, so, es ist irgendwie genauso heiß wie nachmittags. So morgens um 7 oder nachmittags um 4, scheißegal. Also eigentlich braucht man nicht so früh aufstehen, weil man schwitzt eh. Und dann ist das auch wurscht, um welche Uhrzeit so. Vor allem, weil nachmittags hier wahrscheinlich noch weniger los ist. Ja, im Hintergrund seht ihr das schon so ein bisschen. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich werde da heute ganz, ganz viel von sehen. Ich glaube, man sieht sich auch ganz schnell ab auf die Tempel. Aber bis jetzt bin ich noch very impressed. So, dann melde ich mich gleich wieder. So, jetzt zurück und im Hintergrund seht ihr schon den nächsten. Der ist sogar komplett umgeben von so einer Mauer. Muss mal so gucken, sieht man das? Das ist ja auch richtig cool. Also ich habe gerade mal ein Foto gemacht vom Dach her. Das blende ich hier jetzt mal ein. Das sieht auf jeden Fall nicht so vertrauenswürdig aus. Aber das Ganze steht ja schon eine ganze Weile. Also ist das ja eigentlich gut gebaut. Aber schon ein bisschen komisch, da durchzulaufen. So, ansonsten habe ich natürlich wieder vergessen, wie dieser Tempel hier heißt. Ich blende das nachher einfach mal wieder ein. Und bin jetzt gerade auf dem Weg dahin. Hier sind halt auch überall Händler, von denen man angesprochen wird. Auch zum Teil penetrant. Finde ich jetzt nicht so schön. Weil ich denke, wenn einmal so no thanks, dann reicht das auch. Aber die rennen dann auch die ganze Zeit hinter ihnen her. Was ich euch noch zeigen kann, ist mein cooler, richtig cooler Pass, den ich hier bekommen habe. Das hier. Den muss ich überall vorzeigen, wenn ich in den Tempel rein will. Ich habe einen 7-Tages-Pass genommen für $60. Weil ich ja eh nochmal verlängert habe und gedacht habe, das lohnt sich dann auch. Also vielleicht könnte ich noch erzählen. Es gibt einen Tagespass, der kostet $20. Es gibt einen 3-Tages-Pass, der kostet 40. Und der 7-Tages-Pass für 60. Den kann man auch innerhalb eines kompletten Monats verbrauchen. Mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Bis später. Jetzt beim dritten Tempel und ich bin jetzt schon so fertig. Das geht gar nicht. Das ist so krass. Ich hätte nach dem zweiten schon irgendwie nach Hause und im Pool springen können. Boah, also man trieft, da war Hongkong ja nichts dagegen. Man ist wirklich klatschnass. Und ich bin jetzt bei Taprom, bekannt für Angelina Jolie, Tomb Raider Movie und danach geht es noch ein bisschen weiter. Danach kommt nämlich Bayon noch, also Angkor Thom, und der ist richtig groß. Und danach bin ich auch fertig und kann mir erstmal schlafen legen, weil das mega anstrengend ist. Und ich habe diesmal wenigstens ein Handtuch mit, zwei Wasserflaschen mit, ich habe gute Schuhe an. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren. So, aber hier im Hintergrund seht ihr das auch so ein bisschen im Dschungel gelegen. Sieht alles ganz toll aus. Aber ich will nur noch Fotos machen und hier durch, weil das ist echt so, also schön ist irgendwie anders. Gerade so von der Wetterstimmung her und halt alles ausgetrocknet. Klar, das ist halt Nebensaison, ne? Aber dafür auch ein bisschen günstiger zum Teil. Also, bis gleich.
ich bin jetzt mittlerweile, ich glaube, beim vierten Tempel angelangt. Man läuft hier gerade in der prallen Sonne, was halt nicht so geil ist, weil ich glaube, durch die Doxycyclin-Tabletten, die ich nehme, das Antibiotikum als Vorbeugung gegen Malaria, macht meine Haut halt extrem anfällig für die Sonne. Und da ich ja eh schon immer schnell Sonnenbrand kriege, ist das gerade weniger geil. Aber ich versuche halt so schnell wie möglich wieder zum Tuk-Tuk zu gelangen, weil das burnt halt allmählich richtig. Wir müssen jetzt auch, glaube ich, schon 10:30 haben. Und jetzt kommt halt noch Anker Tom, also der Größte. Und ja, bei den anderen beiden bin ich auch gar nicht mehr wirklich ausgestiegen. Da habe ich nur Fotos gemacht, weil zum einen war da halt Baufolie drum und zum anderen hatte ich auch keine Lust, noch länger rumzulatschen. So. Aber das schaffe ich jetzt auch noch. Ich habe überlegt, morgen mache ich nicht die große Runde, sondern fahre zum Bantasarai. Das ist so der Lady-Tempel. Da fährt man die ganze Zeit mit dem Tuk-Tuk und dann gucke ich mir nur einen Tempel an. Und den Tag danach mache ich dann die große Runde. Weil ich brauche morgen mal ein bisschen Pause. Das ist ja hier. Also wirklich, man sieht sich echt schnell auf die Tempel ab. Wo die alle unterschiedlich sind, aber das hört irgendwann auf, so außergewöhnlich zu werden. Deswegen sollte man sich das gut einteilen und gucken, wie viele Tage man machen will. Weil wenn man alles auf einmal macht, ist das auch scheiße, dann kann man das nicht mehr wirklich genießen. So, ich zeige euch gleich bestimmt noch ein paar Bilder von Anker Tom und mache jetzt hier erstmal Schluss. Ich bin fertig. Zurück. Mir geht es gerade nicht ganz so gut. Ich habe ja heute die Tempel besucht auf der kleinen Route. Das war halt extrem krass in der Sonne. Vor allen Dingen stand ich da und nachher eine ganze Zeit, weil ich nicht rausgekommen bin, weil die ganzen Chinesen und Koreaner da waren. Ich habe ja gedacht, es wäre irgendwie schon 12 Uhr gewesen. Als ich hier im Hotel angekommen bin, war es 10:30. Und ich war fix und fertig. Und es wurde halt von Minute zu Minute schlimmer. Das heißt, ich habe mir wohl irgendwie einen Sonnenstich eingefangen. So, keine Ahnung, richtig krass. Ja, deswegen habe ich heute auch keine Videos mehr geschnitten und kann auch heute keins mehr online stellen. Was mir natürlich leid tut, aber ich hänge hier nur im Bett, bin total müde. Versuche ein bisschen was zu trinken, so damit es halt schneller besser wird. Aber ja, ich glaube, heute ist erstmal Schluss. Mit allem. Also, bis dahin. Bleibt fit, trinkt viel, esst lecker und ja, dann sehen wir uns einfach die Tage. Bis dann, ciao.